Glück auf, liebe Modellbahnfreunde und Freunde der Spur TT. Saxonia, hurra, die erste Lok ist da. Ja, ist tatsächlich noch passiert vor meinem Urlaub, dass die 58-30-47 der Firma Saxonia angekommen ist. Und da das jetzt ein Erstprodukt an Lokomotiven dieser Firma ist, tue ich da einmal die Verpackung und das alles ein bisschen ausführlicher beschreiben. Also für mich ist die Lok auch mit Erinnerungen verbunden, denn ich habe meine erste große Dampflok-Sonderfahrt gemacht. Da war diese Lok mit am Start. Also ich kenne sie noch aus ihrer aktiven Zeit, wie man hier auf diesen Bildern sieht. Und hier noch die Artikelnummer. So, die Verpackung ist hier folgendermaßen. Also nicht wie bei, wie wir es gestern gesehen haben, bei Rocco, so eine Plastikschachtel, sondern es ist noch eine Pappumverpackung umherum. Schon mal raus. Und jetzt kommt hier so eine Plastibox zum Vorschein, wie wir sie hier auch jetzt schon bei Arnold hatten und bei Pico, wo man hier irgendwie das aufklappen muss. Da muss man wieder suchen, wo die, wo der Punkt ist zum Rausziehen. Ist die Frage. Ach so, hier ist noch ein bisschen Schieber. Kann ich lange rummehren. So, hier ist auch ein Beutelchen mit Zyrus-Teilen. Sieht aus wie die Kolbenstangenschutzrohre. Und hier ist noch was anderes Kleines. Habe ich jetzt gar nicht gesehen, dass da was stand. So, jetzt geht das hier wieder los. Ah, das ist eine Wissenschaft. So, hier geht's auf. Ah, ja, ja, muss man schon mal finden. So, jetzt ist das Gerät hier drin. Mit einer Folie. Da heben wir sie mal raus. So, das ganze Gedöns mal weg. So, also der Tender ist schon dran. Und jetzt buxieren wir das Gerät mal auf die Anlage. Also wer lesen kann, ist klar ein Vorteil, aber ich war wahrscheinlich so aufgeregt, tja, dass ich gleich mit der Lok losgelegt habe, dass ich das ganz übersehen habe. Ich habe das ja auch vorneweg schon eigentlich gewusst. Deswegen, aber in der Hitze, der ist im Kopf. Vakuum, also das Licht kann man natürlich auch ausschalten. Das gleich mal vorneweg gesagt, alles was ich also zu dem Licht sage, ist Quatsch, man kann das ausschalten. Sorry. So, jetzt habe ich die hier. Und stell die mal auf die Anlage. So. So. So, nun habe ich ja im berüchtigten Board schon einiges gelesen zu der Lok. Da ging es von Weltklasse bis zum Erbrechen. Und ich betrachte ja die Sache hier als normaler Modellbahner. Und für mich ist wichtig, dass sie optisch dem Vorbild entspricht und vor allen Dingen anlagentauglich ist und ordentlich fährt. Einige hatten bemängelt, dass da ein paar Sachen nicht richtig montiert waren, krumm und schief. Kann ich jetzt im ersten Blick erstmal nichts erkennen. Hauptkritikpunkt war der Tender. Und zwar die Drehgestellblenden. Aber jetzt so auf den ersten Blick bin ich da nicht so schockiert, wie das die Makroaufnahmen dargestellt haben. Ja, kann ich zustimmen, sehr plastikhaft.
Aber wie gesagt, ich gucke mir das ja nicht hier durch die Kamera immer an in Nahaufnahmen, sondern hier ganz normal auf der Anlage und ohne Lesebrille würde ich gar nicht viel sehen. Und mit der Lesebrille aus einem halben Meter Entfernung ist es für mich alles stimmig. So, was die Radsätze betrifft, da kann ich auch nicht dazu sagen, wenn die fährt, sehe ich die sowieso nicht. Scheibenradsätze sind vorbildgerecht im Tender, weiß ich nicht, was das Gemecker soll. Und ja, jetzt ist für mich entscheidend, wie sie fährt. Und da fahre ich mal ganz langsam los. Ziehen wir mal ein bisschen auf. So. Und das funktioniert tadellos. Schön langsam. Andersrum. Genau das gleiche. Bei wenig Strom. Jetzt machen wir auch gleich mal Höchstgeschwindigkeit. Ja. Und ich sehe schon das ganze Licht, Feuerbüchsenlicht geht auch analog. Führerstandsbeleuchtung auch. Triebwerksbeleuchtung auch. Ja, das ist jetzt wieder so eine Sache. Also ich bin ja Analogbahner und eigentlich, wie gesagt, die Triebwerksbeleuchtung ist beim Fahren ja eigentlich nicht an. Und da kann ich wirklich locker drauf verzichten, aber na gut. Was soll's. Also wenn der Tag hell ist, sieht man sowieso keinen. Also wenn ihr ja mal so ein Bild guckt. Mal sehen, ob ich euch das einfangen kann. Noch einmal. Da flackert es in der Feuerbüchse. Ja, ja, jetzt hat man es gesehen. So. Das funktioniert schon mal gut. Das Licht an sich. Gucken wir gleich mal hinten noch. Ja, ist schön hell. Ist in Ordnung für mich, geht wunderbar, fährt ganz ruhig und für mich ist es entscheidend, dass er zieht. Und da fahren wir sowieso nicht mit Höchstgeschwindigkeit, aber da muss die Kraft reichen. Und jetzt machen wir mal die Weichenschikanen. Das ist das Entscheidende hier, die Doppelkreuzungsweiche. Alles gut. Zurück. Auch alles gut. Kein entgleisender Vorläufer. Ganz wichtig. Und jetzt schauen wir mal noch, was der Auslauf sagt. Schalten wir hier vorne ab. So, kurzer Standortwechsel. Jetzt fahren wir mal in ein stromloses Stück. Ja. Ganz kurzer Auslauf. Gut. So, eine Sache fällt mir dann doch unangenehm auf. Und das ist die Kupplung vorn. Die hat keine Kinematik. Oder sie ist irgendwie schon defekt. Jedenfalls die baumelt hier nur so dran rum. Heißt, kein Rückstellfeder. Ha. Das war jetzt die Frage. Muss das so? Wenn, das gefällt mir nicht. So, kommen wir zur Zugkraft. Und früher ist ja die 58-30 im BW Glauchau auch von den Sandzügen eingesetzt wurden und in den 80er Jahren kam dann die 5035 und das ist jetzt das Vergleichsmodell, die Lok von Dillig, die zieht also diesen 6 Wagen Sandzug ohne Probleme hier herum und jetzt spannen wir die 5830 davor
Und dann gucken wir uns das mal an. Also hier soll dann eigentlich noch der NPE-Wagen hinten ran, aber das habe ich euch schon erzählt. Schwierigkeiten. So, ihr seht ihr schon, wenig Spannung, das Licht ist aus, auch nicht optimal, und los geht's. So, fahren wir mal mit vorbildgerechter langsamer Geschwindigkeit, war ja auch nicht die schnellste, und so sollte sie die Runde rumkommen. Das macht sie anstandslos. Schön leise, gefällt mir. So, bei der Gelegenheit können wir ja mal die zwei Tender vergleichen. Das sind ja eigentlich die gleichen Tender. Ich mache mal Luft hier. Was sieht. Ui, da haut der Zug gleich ab. Ich festhalten. So, jetzt guckt euch das mal an. Ja, da stellt sich mir immer als Pragmatiker die Frage, man hätte hier einen Tender, der funktioniert. Man hätte einfach nur eine neue Lok vorkonstruieren können. Aber das hängt wohl mit diesen ganzen Digital-Gedöns zusammen. Denn eigentlich fährt der Tender vom Tillisch auch gut. Also meiner Meinung nach hätte ich das jedenfalls so gemacht. Aber naja, das sind wieder Entwicklungskosten und Werkzeugbaukosten, die eigentlich nicht hätten sein müssen. Aber da hat nur jeder seine Philosophie. Also ich sehe ja schon einen großen Unterschied. Also mir gefällt der Tillisch Tender und die Drehgestellblenden wesentlich besser, wenn man es im Vergleich so sieht. Ne? Gut, dann machen wir das Ganze mal noch andersrum. So, jetzt spielen wir mal das Ganze noch ins BW. Wenn man mit einem Auge in der Kamera guckt, mit dem anderen. So. Kann man das ganze Stück mal noch von allen Seiten betrachten. Also wie gesagt, alles zugerüstet, bis auf die Kolbenstangenschützrohre, die man wahrscheinlich im Betrieb nicht nennen macht. Ja, gibt ein gutes Bild hier vor dem Lokschuppen. Aber ihr seht schon, die Kupplung steht dann eben irgendwie und irgendwo. Und wenn man da jetzt ankuppeln wollte, müsste man immer erst mit der Hand die Kupplung in Mittelstellung bringen. Kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass das so sein soll. Naja. So.
So, man sieht es also, ich könnte jetzt nicht hier vorfahren und hinten ankoppeln. Das ist ja irgendwie Mist. So, das Koppeln, das ging nur händisch. Das ist genau wie bei der Arnold 95 unerfreulich. Sehen, ob sich das beim Fahren irgendwie auswirkt. Jetzt gucken wir mal hier unten mit rein, da sieht man das mal vielleicht ein bisschen das Licht besser, weil es da unten ein bisschen dunkel ist. Also vorne wird es zumindest rückwärts ordentlich. Da gibt es nichts zu meckern. So, dann gucken wir uns noch die Heizerseite an. Ja, wie gesagt, es ist alles ordentlich. Drehgestell, Blenden vom Tender sind verbesserungswürdig. Aber obenrum ist alles gut, ist auch alles gerade, wie ich so das sehe. Also mir gefällt die Look erstmal im Prinzip sehr gut, aber es gibt wie überall Licht und Schatten. Das mit der Kupplung gefällt mir nicht so richtig. Und dass das Licht so spät zuschaltet, gefällt mir auch nicht ganz so richtig. Aber ringsrum, muss ich sagen, bin ich zufrieden und freue mich, dass ich jetzt endlich hier die Glauraer Züge nachstellen kann, die ja auch bis zu meinen Großeltern nach Lugau gekommen sind. Hier auf der Auerstrecke war die Lok zwar nicht beheimatet, aber das ist ja hier von mir ein Katzensprung. So, dann gucke ich mal runter, was mit der Kupplung ist, ob das so richtig ist. So, ich nehme die mal mit der Folie, damit ich auch keine Finger dran mache. Also anscheinend der Vorläufer nee, ich sehe da nichts, dass da irgendwo eine Feder wäre. Na, hier unten doch. Naja, da werde ich erstmal horchen, was da die Fachleute dazu sagen. Also jedenfalls da unten ist so ein Federchen. Da müssen wir wahrscheinlich, genau, hier drinnen ist so eine kleine Feder. Die wird wahrscheinlich, müsste theoretisch irgendwo eingehängt sein, ist aber nicht. Naja, da müssen mir mal die Experten sagen, wie man das beheben kann. Deswegen schicke ich die nicht zurück. Aber jetzt vor dem Urlaub mache ich das nicht, habe ich keine Nerven. Den Vorläufer kann man ja abschreiben, wie es aussieht. Da ist ein Schräubchen dran. Naja, gut. Kriegen wir hin. Aber sind halt alles so kleine Sachen für das Geld, ne, Leute. Ist ja keine 120 Euro Lok. Übrigens, die Wagen sind hier von der Modellbahn Manufaktur Sebnitz noch. Ja, die waren einwandfrei. Und jetzt lasse ich die erste mal ein bisschen einfahren. Nee, einwandfreie Lok gibt es gar nicht.
Fazit: Zugkraft ausreichend, fährt leise und sauber. Alles dran, was dran sein muss. Viel Licht. Und ich bin zufrieden. Euer Radtag-Bruder Harry, macht's gut. Tschüss.